Im ersten Video wiesen wir Sie auf die Möglichkeit der Förderung durch die KfW-Bank zur Barrierereduzierung im Bad hin. Die Förderung hört zum Glück nicht bei der Kabine und dem direkten Einbau einer solchen auf. Nebenarbeiten gehören dazu. Welche das sind, zählen wir in diesem Video mit auf. Rutschhemmende Bodenfliesen, denn diese sorgen für die meiste Sicherheit im Badezimmer. Halten Sie beim Kauf Ausschau nach Fliesen mit der Rutschhemmung R9 und R10. Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bedienfreundliche Armaturen, somit einen Hebelmischer in jedem Bereich. Ob Waschtisch- oder Duscharmatur, Auf- oder Unterputz, alle sind berechtigt. Auch hierfür haben wir Links für Sie hinterlegt. Maler-, Putz-, Estrich- und Fliesenarbeiten. Durch Handwerker im Zusammenhang mit dem Umbau können ebenfalls über den Kredit finanziert werden. Veränderungen an der Kabelinfrastruktur und die damit verbundenen Installationsarbeiten könnten notwendig werden. Zum Glück werden diese mit berücksichtigt. Für den Umbau erforderliche Abbrucharbeiten, wenn zum Beispiel eine Wand im Weg steht, damit das Bad barrierefrei betreten werden kann. Umbaumaßnahmen an Wänden und Vorwänden oder der Bodenaufbau zählen dazu, wenn diese notwendig sind. Notwendige Folgearbeiten für Sanitärinstallationen in angrenzenden Räumen. Manchmal ist ein Durchbruch notwendig, um eine Duschwanne bodengleich installieren zu können. Die Zwischendecke im Raum darunter müsste dann neu verschlossen werden. Sie finden eine Zusammenfassung aller Arbeiten in der Videobeschreibung.